Herr Gehring, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bildung und Forschung sind die Bereiche, wo 2016 mehr Geld investiert werden soll. Zwar nicht genug, aber immerhin. Allerdings kann man aus dem Geld mehr machen als Ministerin Wanker. Und deswegen verlangen wir deutliche Korrekturen am Bildungs- und Forschungshaushalt. Ministerin Wanker verwaltet Ideen und mutlos alte Projekte ihrer Vorgängerin. Mit ihrer Amtszeit verbindet sich keine neue wegweisende Idee. Dieser antriebslosen Politik setzen wir frische Ideen entgegen, damit es in Deutschland innovativer und gerechter zugeht. Wir wollen ein Land der Chancen und Erfinder. Seit Anfang Januar können Bund und Länder die Hochschulen dauerhaft unterstützen. Mit der Grundgesetzänderung tun sich völlig neue Chancen auf. Das haben Sie abgefeiert. Aber nicht so bei Frau Wanker. Auf Ihren Vorschlag für mehr und dauerhafte Kooperation wartet die Welt noch heute. Ministerin Ideenlos lässt grüßen. Wie wichtig es ist, die Wissenschaftsfinanzierung weiterzudenken, zeigt der Hochschulpakt. Seit Jahren investieren Bund und Länder Milliarden in zusätzliche Studienplätze. Ein wichtiger Kraftakt, der viel bringt. Und trotzdem sind Hörsäle überfüllt und bröckeln Bauten mancherorts vor sich hin. Und neue Studierende mit Fluchthintergrund sind noch gar nicht berücksichtigt in der Berechnung. Für bessere Studienbedingungen ist es daher dringend notwendig, die Infrastrukturen des Wissens bundesweit auszubauen und zu erneuern, einen Push für den Hochschulbau loszulegen. Wir fordern weiter ein Modernisierungsprogramm. Eine kreative Wissensgesellschaft braucht das. Kraftlos und halbherzig geht es beim BAföG zu. Frau Wanker und der Koalition gebührt die zweifelhafte Ehre, eine BAföG-Reform verabschiedet zu haben, die erst Jahre später bei den Studierenden wirklich ankommt. Das muss man sich vorstellen. Sie feiern sich seit Jahren für eine BAföG-Novelle. Bis heute hat keine Studentin und kein Studierender davon profitiert. Ein weiteres Jahr wird ins Land ziehen. Das ist völlig unverständlich. Das ist unfair. Das BAföG muss rauf, und zwar höher und sofort. Planlos sind Sie in der Forschungspolitik. Wir meinen, Forschungsförderung muss aktiv zur Bewältigung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen beitragen. Der Bundesregierung fehlt diese Zielsetzung. Es macht wenig Sinn, die Forschung mit genmanipulierten Organismen zu fördern und das Geld der Steuerzahler in der Fusionsforschung zu versenken. Nachhaltig ist Forschung zur Lösung von Klimakrise, Energiefrage, Ressourcenknappheit, Demografie und vernachlässigter Krankheiten. Nachhaltig ist eine steuerliche Forschungsförderung für kleine und mittlere Unternehmen. Nachhaltig ist auch, eine neue Gründerkultur in unserem Land zu entfachen. Und genau an den Stellen wollen wir umsteuern in Ihrem Haushalt. Ob Exzellenzinitiative oder Nachwuchsprogramm, es gibt bisher keinen Vorschlag der Ministerin und auch keine gemeinsame Idee der Koalition. Und da kann man nicht länger warten, denn 2016 muss eine Dekade für den wissenschaftlichen Nachwuchs beginnen. Unsere Hochschulen brauchen ein Bund-Länder-Programm für zusätzliche 10.000 Nachwuchsstellen vom Mittelbau bis zur Tenure-Track-Professur. Eine zukunftsfähige Wissensgesellschaft verträgt eben kein Hire and Fire, sondern braucht deutlich mehr feste Stellen. Sie, Frau Wanker, sind ja nicht nur Forschungsministerin, sondern auch Bildungsministerin. Und da stellt sich akut die Frage, wie helfen Sie, die Bildung von über 800.000 Flüchtlingen anerkennen und zu verbessern, die allein in diesem Jahr nach Deutschland kommen werden. Viele von ihnen werden bleiben, wollen sich einbringen, wollen Neubürger werden. Das bringt ganz neue Chancen, und da sind Sie gefragt, Frau Ministerin. Vor wenigen Tagen bin ich einer jungen Frau aus Eritrea begegnet. Ihr positiver Asylbescheid, den hat sie nach 9 Monaten und 2 Wochen erhalten. Und so lange war diese junge Frau auf Hoffen, Warten und Nichtstun verdammt. Und das ist kein Zustand. Denn in dieser Zeit hätte die junge Frau zum Beispiel einen Ausbildungsplatz suchen können. Doch welcher Arbeitgeber stellt sie ein, wenn jederzeit die Abschiebung droht? Wie absurd ist das eigentlich? Es wäre ein leichtes, wenn Sie daraus eine Win-Win-Situation machen. Viele Betriebe suchen händeringend nach Azubis und Fachkräften. Die Flüchtlinge wollen arbeiten und sich bilden, und dafür müssen Sie die Bedingungen schaffen. Flüchtlinge müssen zügig in Ausbildung reinkommen können und sie auch abschließen können in unserem Land.
Unter den Neuankömmlingen sind bis zu 400.000 unter 18 Jahren. 400.000 unter 18. Die können was und die wollen was. Die Schule abschließen, Deutsch lernen, eine Ausbildung oder ein Studium aufnehmen oder fortsetzen. Und dafür braucht es eine gemeinsame Kraftanstrengung. Integration durch Bildung ist die größte Chance und Herausforderung dieses Jahrzehnts. Und da kann der Bund helfen. Ja, wie kann er denn helfen? Die Bund-Länder-Programme Dekade für Alphabetisierung, das ist da ein kleiner richtiger Schritt. Dem müssen aber auch weitere folgen, wenn es um Bildung für alle geht, mit mehr Sprachkursen, Plätzen und Personal in Kitas, Schulen und in Hochschulen und nicht zuletzt für deutlich mehr Stipendien für Flüchtlinge und der Zugang zum BAföG, der kann und der muss auch schneller gehen. Denn jeder junge Flüchtling von heute kann Gründerin, Arzt oder Ingenieurin von morgen werden. Dafür braucht es übrigens zigtausend zusätzliche Lehrkräfte und mehr Klassenzimmer. Und Nordrhein-Westfalen geht voran und schafft allein 3.600 zusätzliche Lehrerstellen zur Flüchtlingsintegration. Hilfe für Schulen sind aber eine nationale, eine bundesweite Aufgabe. Und Sie, Frau Wanker, können da mitwirken. Machen Sie mit uns ein Bund-Länder-Schulmodernisierungsprogramm, das Schulen ausbaut. Das wäre dringend notwendig. Schon länger und jetzt erst recht, wenn man sich anguckt, wie viele Schülerinnen und Schüler zusätzlich kommen. Das können wir machen und das sollten wir machen, ein Schulmodernisierungsprogramm. Und all das gehört in Ihren Haushaltsentwurf 2016, erst recht ja in Zeiten von Steuerüberschüssen. Da muss man gerade bei Zukunftsinvestitionen ja ganz besonders zulegen. Und wir müssen und wir werden Hand anlegen und Änderungsanträge in Ihrem Haushalt Forschung und Bildung stellen. Dort wird Zukunft gedacht und gemacht. Und jetzt sind wir Parlamentarier an der Reihe, Ihren bisweilen ideenlosen Entwurf zu überarbeiten, damit aus unserem Einwanderungsland ein Land der Chancen wird und damit für alle in Deutschland es innovativer und gerechter zugeht. Vielen Dank. Nächster Redner ist Tankred Cipan.